Wunderbar, schön. So, los geht's. Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen. Es ist 16 Uhr in Mitteleuropa und die Ringvorlesung Bildung für Klimawandel geht wieder los. Und heute haben wir einen, das darf ich mal so sagen, ganz besonderen Gast, eine gute Freundin, nämlich Dr. Edeltraud Leibrock, die ich vor ein paar Monaten mal gefragt habe, du, wir machen da so eine Ringvorlesung und ich hätte so gerne jemanden, der mal erklärt, wie denn das mit der Ökonomie und der großen Energietransformation ist, würdest du das machen? Und wir liefen durch den englischen Garten, natürlich mit gehörigem Abstand und dann hat sie gesagt, ja. Und Edeltraud, dafür schon mal ganz, ganz herzlichen Dank. Über diese Frau kann man im Internet lesen, sie sei eine hochkarätige Strategin, die als Top-Managerin bereits bedeutende Transformationen erfolgreich gestaltet hat. Also insofern ist sie die ideale Person, um uns darüber zu berichten, wie solche Transformationen verlaufen. Sie ist promovierte Physikerin, hat ein Diplom in Physik und Biologie. Sie war Forscherin am Fraunhofer-Institut für atmosphärische Umweltforschung und war dann, ja, dann ist sie in die Wirtschaft gegangen. Sie war bei Boston Consulting, sie war Chief Information Officer bei der Bayern LB. Sie war im Vorstand der KfW Bankengruppe. Sie hat danach ihr eigenes Unternehmen Connected Innovation gegründet, wo es um die Anwendung von KI-Methoden geht. Sie ist eine Mentorin für Startups und sie ist seit 2021 bei einem großen Beratungsunternehmen Publicis Sapient mit einem grandiosen Namen. Und sie wird uns heute darüber berichten, wie das mit der Wirtschaft und der Energiewende und mit Transformation geht. Edeltraud, nein, stopp, nicht, dass ich jetzt schon wieder vergessen. Entschuldigung. Ich darf alle noch mal daran erinnern, wahrscheinlich weil die schon dabei waren, die wissen es natürlich. Fragen können gestellt werden. Wir haben verschiedene Varianten. Die eine ist hier im Zoom. Fragen und Antworten und das andere ist in der YouTube-Funktion unten. Und Fragen am Ende des Vortrags. Edeltraud, du hast das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Harry, für die Einführung und der Titel meines Vortrags heute, It's the Economy, Stupid. Beleidigt die ihr Publikum gleich im ersten Satz? Nichts läge mir ferner. Ich freue mich, dass Sie da sind. It's the Economy, Stupid war Bill Clintons Wahlkampfslogan, mit dem er 1992 die Präsidentschaftswahlen gewann. Die Kernaussage: Die Wirtschaft ist entscheidend. Es geht nicht ohne die Wirtschaft. Auch Präsidentschaftswahlen gewinnt man nur mit der Wirtschaft. Und damit sind wir schon fast beim Thema. Seit es Menschen gibt, beeinflussen sie ihre Umwelt. Leider meistens nicht zum Guten. Zumindest nicht aus Sicht der Umwelt. Macht euch die Erde untertan, kann man als Auftrag verstehen. Aber vielleicht ist es tatsächlich unser Fluch. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Zeit mitgebracht heute, denn ich fange tatsächlich vor 45.000 Jahren an. Damals bewohnten gigantische Tiere den australischen Dschungel. Dann machte sich der Homo sapiens, der damals allerdings noch nicht so optimistisch war, sich als solcher zu bezeichnen, auf den Weg aus Afrika in die Welt. Und was passierte, war, die großen Verwandten der heutigen Echsen, Wombats und Schildkröten verschwanden aus Australien. Ein Nature Paper aus dem Jahre 2017 zeigt, Schuld ist wahrscheinlich tatsächlich der Mensch. Schon die ersten Jäger- und Sammlerkulturen waren fatal für Flora und Fauna. Vor ungefähr 10.000 Jahren, also noch gar nicht so lange her, sind wir dann schließlich sesshaft geworden. Und sofort gab es neue Probleme. Mangelernährung, Krankheiten, Mord und Totschlag, Homo homini lupus. Die ersten Gesetze, die das Zusammenleben regelten und die Strafen für Vergehen, waren drakonisch, aber wirksam. Außerdem gab es noch ziemlich rachsüchtige und gnadenlose Götter. Das war die Wiege der Zivilisation, die Erfindung der Gesellschaft von Arbeitsteilung, Wirtschaft und Geld. Geld gab es bereits in den frühen Agrargesellschaften in Mesopotamien und Ägypten, also als die Menschen anfingen, Handel zu treiben. Das erste Geld war Warengeld, war dem Tauschhandel noch sehr, sehr ähnlich, aber eben im Wert allgemein anerkannt, haltbar, transportabel. Also man muss sich das vorstellen: Getreide, Vieh, Salz,
vor allem Edelmetalle. Und so kamen dann auch in Kleinasien die ersten Münzen auf, die sich schnell über ganz Europa verbreiteten. Und die Römer, wer sonst, etablierten zentrale Münzstandards. Das Gegenteil von Warengeld ist Fiatgeld. Sie erinnern sich, Fiat Lux, es werde Licht, also geschaffenes Geld, ohne eigenen intrinsischen Wert, zum Beispiel ein Stückchen Papier. Der Mensch als Schöpfer, das heute gebräuchliche Wort Geld schöpfen, kommt genau daher. Die Chinesen, wer sonst, führten im 11. Jahrhundert Papiergeld ein. In Europa brauchten wir 6 Jahrhunderte länger, mal wieder, bis sich die Banknoten im 17. Jahrhundert auch hier ausbreiteten. Aber schon vorher durch Kreuzzüge, Pilgerreisen und vor allem den Fernhandel etablierte sich bargeldloser Zahlungsverkehr. Klingt wahnsinnig modern, kommt aber tatsächlich zum Beispiel aus dem 12. Jahrhundert, als die Tempelritter den Reisescheck erfunden haben. Das hieß damals Kreditbrief. Und Buchgeld oder Chiralgeld, wie es auch genannt wird, ist nichts anderes als eine Forderung auf Bargeld, die von Konto zu Konto übertragen werden kann, ohne dass dabei Bargeld fließt. Das war insbesondere für den Fernhandel sehr wichtig und genau dafür sorgte zum Beispiel die Medici-Bank im Italien der Renaissance und die Handelsstädte Hamburg, Nürnberg und Venedig, die sich dann im 17. Jahrhundert zu einem Netzwerk zusammentaten und öffentliche Girobanken für Kaufleute gründeten. Damit war also der Fernhandel sehr viel sicherer geworden. Im 19. Jahrhundert schließlich kam das Notenbankwesen auf und setzte sich in ganz Europa durch. Und eine Einlage in der Bank garantierte den Wert der umlaufenden Banknoten. Dadurch war der Rechtsanspruch eines Banknoteninhabers auf eine Gegenleistung gewährleistet. Das ist auch heute noch so. Wenn Sie einen 10-Euro-Schein in der Hand haben, dann garantiert die Notenbank, also in unserem Fall die EZB, dass Sie dafür auch den entsprechenden Gegenwert garantiert bekommen können. Und noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren Währungen im Rahmen des sogenannten Goldstandards gedeckt. Und beim reinen Goldstandard muss man sich das wirklich so vorstellen, dass die Geldmenge eines Landes genau dem Wert des monetär genützten Goldbestandes dieses Landes entspricht. Also zwischen Ländern, die dem reinen Goldstandard unterliegen, besteht grundsätzlich ein fester Wechselkurs, nämlich der eben der Wert des Goldes liegt den fest. Gold gilt ja traditionell als krisensicher und tatsächlich ist es aber so, dass der Goldpreis sehr stark schwankt. Goldbarren haben eigentlich noch einen anderen Vorteil, denn ganz anders als im Film sind sie einigermaßen diebstahlsicher. Also einen Goldbarren trägt man nicht einfach so weg. Die Dichte von Gold liegt bei 19,3 Gramm pro Kubikzentimeter. Also das ist schon ganz ordentlich. Braucht man schon kräftige Leute oder Maschinen für. Die westlichen Industrienationen schafften allerdings den Goldstandard im Laufe des 20. Jahrhunderts ab. Das war eine Reaktion auf die beiden Weltkriege und die dadurch beeinflussten Finanzkrisen. Und das ermöglicht es den Zentralbanken heute, geldpolitische Maßnahmen aktiv zu ergreifen, wie zum Beispiel die Ausweitung oder auch die Verknappung der Geldmenge, um ihren Auftrag zu erfüllen. Der Auftrag kann unterschiedlich ausgestaltet sein. Die US-amerikanische Federal Reserve, die Fed zum Beispiel, ist gleichermaßen für Wachstum und Inflationsbekämpfung zuständig, während die EZB vorrangig die Geldwertstabilität zu sichern hat, aber damit natürlich ebenfalls indirekt zu Wirtschaftswachstum und Arbeitsplatzsicherung beiträgt. Und Sie erinnern sich an die Geldschöpfung von vorhin. Genau das tut zum Beispiel die EZB derzeit mit ihrem Anleihekaufprogramm, PEP genannt, oder Pandemic Emergency Purchase Program. Sie kauft bei diesen Programmen, wie auch schon in der Finanzkrise begonnen, vor allem Staatsanleihen, aber zunehmend auch Unternehmensanleihen an und pumpt damit, wie wir so schön sagen, Geld in die Märkte. Und zwar richtig viel Geld. Ich habe es hier mal aufgeschrieben.
1,85 Billionen Euro allein im PEP-Programm. Und dieses PEP läuft noch bis Ende Juni, um es plastisch auszudrücken. Das entspricht also 10 Billionen, 10 hoch 3 Plastiktüten an der Supermarktkasse, a 20 Cent. Ich dachte mir, plastisch drücke ich gerne mal in Plastik aus hier. Also irre. Die Zahl muss man mal auf sich wirken lassen. Für die Mathematiker und Physiker habe ich es der leichteren Fassbarkeit wegen in der Zehnerpotenz noch mit draufgeschrieben. Ja, unsere heutige Lebensweise basiert mehr denn je auf der Erwartung zukünftigen Wachstums, denn nichts anderes ist genau damit ausgedrückt. Unsere Wirtschaft, der Kapitalmarkt, Geld und Geldschöpfung sind ein Maß dafür, eine Wette auf eine immer bessere Zukunft. Und ohne diese Erwartung breche die Wirtschaft instantan zusammen und mit ihr alle gesellschaftlichen Strukturen. Stellen Sie sich nur mal vor, eine Bundeskanzlerin, ein Staatschef wird sich hinstellen und das Gegenteil verkünden, egal ob in China, Indien oder bei uns. Was dann los wäre? Das Narrativ unserer Zeit ist, es wird alles immer besser. Im Mittelalter war das noch anders. Da ging es eher ums Bewahren und auf eine nachhaltige Verbesserung der Lebensumstände, wenn man das überhaupt so nennen kann, durfte man allenfalls nach dem irdischen Tod, also im Jenseits, hoffen. Menschliche Gier und auch menschliche Neugier, interessant, wie verwandt die beiden Begriffe sind, gab es zwar schon immer, aber es waren ihr doch relativ enge Grenzen gesetzt. Mit der Aufklärung allerdings dann setzte sich die Erkenntnis durch, dass diese Grenzen keineswegs Gott gegeben waren, sondern vielmehr die Bewahrung der Privilegien der Herrschenden dienten, die ihren Anspruch direkt von Gott abgeleitet hatten. Das aufstrebende Bürgertum ließ sich das allerdings nicht mehr gefallen und nutzte die neuen Chancen. Und mit der Erfindung der Dampfmaschine kam die Industrialisierung, befeuert durch Kohle, Öl und Gas, also fossile Brennstoffe, speicherten Kohlenstoff aus dem Boden, genau wie wir das auch heute noch kennen. Und die bis dato begrenzte verfügbare Arbeitskraft, nämlich menschliche und tierische Arbeitskraft, wurde durch die Maschinen, durch mechanische und elektrische Arbeit abgelöst. Und was nach und nach folgte, wissen wir, war ein ungeahnter Zuwachs von materiellem Wohlstand für immer breitere Schichten, Bevölkerungswachstum, Bildung, Selbstbewusstsein und Demokratisierung. Und die Maschinen konnten immer mehr nicht nur körperliche Arbeit verrichten, sondern sie erleichterten zunehmend auch die Büroarbeit, inzwischen auch ziemlich komplizierte, sogar kognitive Tätigkeiten. Und sie lernen dazu jeden Tag. Bigger, better, faster, more. Das Leben ist schön und so könnte es doch immer weitergehen, oder? Spätestens hier wird es dem Physiker unwohl. Denn selbst wenn er oder sie noch nie was vom Klimawandel gehört hätte, unbegrenztes Wachstum in einem begrenzten System, wie soll denn das gehen? Da gibt es doch irgendwie sowas wie einen Energieerhaltungssatz und die Thermodynamik. Der Gedanke, dass das System sogar ziemlich begrenzt sein könnte, dämmerte uns spätestens Anfang der 1970er Jahre durch die Ölkrise. Als klar wurde, wie abhängig die Industriestaaten schon von fossiler Energie geworden waren. In der Bundesrepublik wurde ein Energiesicherungsgesetz erlassen, auf dessen Grundlage 1973 ein allgemeines Fahrverbot verhängt wurde an 4 autofreien Sonntagen. Und für 6 Monate gab es generelle Geschwindigkeitsbegrenzungen, 100 Kilometer pro Stunde auf der Autobahn, ansonsten 80 km/h. Der Spareffekt der autofreien Sonntage war tatsächlich nur ziemlich gering, aber die Maßnahmen sollten vor allem der Bevölkerung den Ernst der Situation klar machen. Für uns Kinder war super, Radeln auf der Autobahn. Die Ölpreiskrise wurde allerdings zur Wirtschaftskrise und führte zu einem deutlichen Anstieg von Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Insolvenzen von Unternehmen und steigenden Sozialausgaben. Also erinnert uns direkt an Covid.
Aber anderes Thema, diese Abhängigkeit vom Öl hier, die machte uns allen Angst. Und aus dem Bundeswirtschaftsministerium gab es noch jahrelang Kampagnen mit so klangvollen Titeln wie Energiesparen, unsere beste Energiequelle und ich bin Energiesparer. Infolge der Krise kamen aber auch technologische Neuerungen und Initiativen, die diese Abhängigkeit vom Öl reduzieren sollten. Und so nahmen Kernenergie, Müllverbrennung, Biodiesel und erneuerbare Energien Fahrt auf. Es wurde in Wärmedämmung von Gebäuden und in die Effizienzsteigerung von Motoren investiert. Klingt gut. Leider, so muss man aus heutiger Sicht wohl sagen, wurden auch wieder neue Ölquellen erschlossen. Leider deshalb, weil wir damals die Chance gehabt hätten, schon ein bisschen mehr vom anthropogenen CO2-Ausstoß wegzukommen. Denn dass anthropogener CO2-Ausstoß die Ursache für den Klimawandel ist, ist auch wieder keine neue Erkenntnis. Wir haben ja bereits an dieser Stelle einige spannende Vorträge dazu gehört und weitere Folgen. Ich finde es übrigens ein Unding, das muss ich jetzt mal sagen, geradezu eine Beleidigung meines Naturwissenschaftler-Egos, wenn dieser simple physikalische Zusammenhang zwischen CO2 und Erwärmung immer wieder als eine Meinung verkauft wird. Warum der anthropogene Klimawandel keine Meinung ist, dazu hören wir nochmal einen gesonderten Vortrag in diesem Kino, nämlich am 5. Juli. Aber wir sprechen ja längst von gesicherten Fakten, von wissenschaftlich gesicherten Fakten. Und wer selber die Grundlagen nochmal nachlesen will, dem sei als Einstieg das Paper von Svante Arrhenius empfohlen aus dem Jahr 1896. Nur seine Schlussfolgerung ist aus heutiger Sicht ein bisschen fragwürdig, weil der alte Schwede sich darauf freute, dass durch die Industrialisierung dann endlich auch wärmer wird im Norden. Also auch das hat er schon vorhergesehen. Ein Wort sei mir doch noch dazu gegönnt als Physikerin. Quantenmechanik ist viel esoterischer im Sinne von dem gesunden Menschenverstand schwer zugänglich. Da beschwert sich aber niemand drüber, sondern wir nehmen das einfach so hin und nutzen die Effekte vom Handy über den Laser bis hin zu physikalischen Verschlüsselungsverfahren. Doch wieder zurück zum Thema. Wie kommen wir jetzt vom Öl, von fossilen Brennstoffen zu einer nachhaltigen Wirtschaft, die auf erneuerbaren Energien beruht, hin zu einer Wirtschaft, die unsere Lebensgrundlagen nicht ausplündert, sondern achtet? Und allein aus diesen Fragen könnte man jetzt wieder eine ganze Vorlesungsreihe machen. Ich will mich heute vor allem auf die Finanzwirtschaft konzentrieren, weil sie tatsächlich eine Schlüsselrolle spielt beim nachhaltigen Umbau der Wirtschaft. Und sie hat noch einen weiteren Vorteil, sie ist eine ohnehin sehr regulierte Industrie. Da kann man also prima ansetzen. Sprechen wir also über Sustainable Finance. Aber wer A sagt, muss auch B sagen. Wer über Finance redet, muss über Regulierung reden. Und gelangweilte Smiley zeigt, dass das Thema nicht das beliebteste Thema ist, aber da müssen wir jetzt durch. Sie haben vielleicht schon mal davon gehört, dass Banken reguliert werden und dass es auch eine Aufsicht gibt, die das Ganze prüft und nachhält. Es gibt Vorschriften, deren Einhaltung zum Beispiel die Europäische Zentralbank, die EZB oder auf nationaler Ebene die Aufsichtsbehörde bei uns, die Bundesanstalt für die Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz die BaFin, nachhält. Und solche Vorschriften gibt es viele und sie tragen ganz klangvolle Namen wie Emma Risk oder BCBS 239 oder BAIT. Und als Banker kennt man die natürlich alle, aber Sie dürfen das auch gleich wieder vergessen. Im Wesentlichen geht es immer darum, Risiken wie zum Beispiel Kreditausfallrisiken, Marktpreisrisiken, Liquiditätsrisiken und operationelle Risiken richtig zu bewerten. Ja, das Leben als Banker ist riskant, aber das ist ja nun mal auch das Geschäftsmodell von Banken und Finanzinstituten. Also diese Risiken richtig zu bewerten und durch entsprechende Maßnahmen
und mit Eigenkapitalunterlegung zu kompensieren. Da sage ich jetzt gleich noch was dazu. Warum Eigenkapitalunterlegung? Im Grunde geht es immer darum, dass eine Reserve da ist, damit die Bank nicht pleite geht, wenn irgendwas schief geht, größere Kreditausfälle zum Beispiel. Und nicht nur selber nicht gleich pleite geht, im schlimmsten Fall, das haben wir zum Beispiel bei der Lehman-Pleite gesehen, wären noch andere Institute und schlimmstenfalls größere Teile der Wirtschaft mit in den Abgrund gerissen. Das nennt man dann Systemrelevanz. Und natürlich ist die moderne Finanzwirtschaft und die Realwirtschaft so miteinander verzahnt, dass wirklich diese Systemrelevanz ein riesiges Thema geworden ist. Daher ist Risikomitigation extrem wichtig, weil, wie gesagt, selbst wenn so eine kleine Bank wie Lehman ausfällt, kann das zu einer globalen Finanz- und Wirtschaftskrise führen. Aber natürlich wollen die Institute nicht unnötig Eigenkapital reservieren, also sozusagen unnötig viel Geld, sage ich mal jetzt in unseren Worten, auf ein Sparkonto legen, wo ich eh keine Zinsen dafür kriege, nur damit ich es für Notfälle greifbar habe, sondern sie wollen eigentlich ja mit dem Kapital arbeiten können. Also anderweitig investieren können oder gegen Zinsen verleihen. Denn nur das bringt Ertrag, so verdienen Finanzinstitute eben ihr Geld. Merke, in einer guten Bank arbeitet nur das Geld. Also ist es wichtig, die Risiken, die man eingeht als Bank, möglichst gut zu kennen und zu bewerten. Denn einerseits will man möglichst wenig Eigenkapital binden, andererseits braucht man diese eigene Reserve, wenn doch was schief geht. Also so klassisches Optimierungsproblem ist es. Das kennen alle Banker. Aber als dann 2009 die EU-Kommission schon wieder mit einer neuen Regulierung um die Ecke kam, und zwar diesmal zum Thema Nachhaltigkeit, da stöhnte die ganze Finanzwirtschaft auf, warum denn schon wieder wir, was haben denn wir damit zu tun? Die Antwort ist alles. Doch der Reihe nach. Es geht um ESG, Environmental Social Governance. Das steht für die Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Environmental, Soziales, Social und verantwortungsvolle Unternehmensführung, also Governance. Und das sind so Ziele wie zum Beispiel unter dem Umweltaspekt Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, auch ganz wichtig, Schutz der Biodiversität, Schutz und nachhaltige Nutzung von Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zur Kreislaufwirtschaft, Reduzierung von Umweltverschmutzung, nachhaltige Landnutzung, also alles ganz, ganz wichtige Ziele, vieles andere mehr unter der Kategorie. Und das Social, verstehen wir zum Beispiel die Einhaltung von arbeitsrechtlichen Standards, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, angemessene Entlohnung, faire Bedingungen, Gewerkschaftsversammlungsfreiheit, Produktionssicherheit, Inklusion sozialer Minderheiten, Beachtung des Gemeinwohls und auch ganz wichtig Steuerehrlichkeit und weitere Kriterien unter dieser Kategorie. S wie Social. Und last but not least, Governance, gute Unternehmensführung, also Maßnahmen zur Korruptionsverhinderung. Wieder Nachhaltigkeitsmanagement, jetzt aber in einem anderen Sinne, nämlich verankert in der Unternehmensstrategie und dass auch die Vorstandsvergütung entsprechend an die Erreichung dieser Ziele gebunden wird. Deshalb unter dem Aspekt Governance, Unternehmensführung nochmal abgebildet. Ermöglichung von Whistleblowing, Gewährleistung von Arbeitnehmerrechten, Sicherstellung von Datenschutz, Offenlegung von Informationen. Also Sie sehen, das sind so die Kategorien und die leiten sich, Sie ahnen es, aus den 17 UN Sustainable Development Goals ab. Die EU-Verordnung, diese ESG-Verordnung, macht in erster Linie Vorsicht, Verordnungsdeutsch, Vorgaben über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger, grüner Investitionen im Sinne Klima- und Umweltschutz, konzentriert sich also sehr stark auf den Bereich Umwelt,
E-Environmental. Und im Kern enthält sie einen Kriterienkatalog, eine sogenannte Taxonomie, um da beim Terminus technicus zu bleiben, mit der man bestimmen kann, auch quantitativ bestimmen kann, inwieweit eine Wirtschaftstätigkeit als nachhaltig eingestuft werden kann. Und dadurch will die Kommission private, das heißt eben nicht staatliche Investitionen in grüne und nachhaltige Projekte und Firmen fördern und so einen Beitrag zum European Green Deal ermöglichen. Und mit der Verordnung werden Finanzmarktteilnehmer, an die richtet sich die Verordnung, zum Beispiel Investmentfonds, Banken, die ein Finanzprodukt als grün vermarkten wollen, verpflichtet, über den Anteil an ökologischen Investitionen in ihrem Gesamtportfolio zu berichten. Also konkret geht es darum, allgemein verbindliche Definitionen zu schaffen, an die sich alle halten müssen, wann Aktien oder Anleihen in der EU als grün bezeichnet werden dürfen. Das beugt einerseits so einem Greenwashing vor und andererseits, das ist eigentlich das noch viel, viel Wichtigere, regt es Investitionen an, die tatsächlich im Bereich Klima- und Umweltschutz wirken. Und diese ESG-Risiken sind ja ganz reale Risiken. So wie ein Kredit ausfallen kann, weil der Kreditnehmer ihn nicht mehr bedienen kann und die Bank den Kredit abschreiben muss, gibt es auch Risiken, die der Bank dadurch entstehen, dass ein Unternehmen, mit dem sie in Geschäftsbeziehung steht, in Schwierigkeiten gerät, weil diese Firma, dieses Unternehmen ein besonderes Nachhaltigkeitsrisiko hat. Also es Ereignisse oder Bedingungen aus diesen ESG-Bereichen gibt, deren Eintreten erhebliche negative Auswirkungen auf das Unternehmen haben können. Und zwar zum einen auf die wirtschaftliche Situation des Unternehmens, also Vermögenslage, Finanzlage, Ertragslage und nicht zu vergessen, genauso wichtig, auf die Reputation des Unternehmens, weil die wiederum wirkt sich auch auf die zukünftige wirtschaftliche Situation ganz erheblich aus. Und Klima- und Umweltrisiken insbesondere lassen sich unterteilen in zum einen physische Risiken. Dazu zählen Schäden wie Stürme, Starkregen, Überflutungen, Hagel, extremer Schneefall, Trockenheit, Meeresspiegelanstieg, aber auch die schleichende Verschlechterung von Produktions- und Arbeitsbedingungen. Banken sind da im Gegensatz zu Versicherungsunternehmen von den direkten physischen Risiken nicht an allererster Stelle selber betroffen, sondern nur in besonderen Situationen, wenn zum Beispiel ein zentrales Rechenzentrum infolge von einem Wetterereignis nicht mehr funktionsfähig wäre. Aber es gibt auch indirekte physische Risiken. Zum Beispiel können Kredite an Firmenkunden ausfallen, weil eine Produktionsanlage zerstört worden ist oder aber weil die Ertragsbasis gemindert oder vernichtet worden ist. Denken Sie nur an Missernten in der Landwirtschaft. Und verstärkt wird dieses indirekte physische Risiko noch dadurch, dass auch für einen Kredit eine hinterlegte Sicherheit, wie ein Gebäude zum Beispiel oder Maschinen, zerstört werden können oder Gebäude und Produktionsstätten einfach schlicht nicht mehr versicherbar sind. Denn auch eine Versicherung ist eine Sicherheit auf einen Kredit. Ja, und dann gibt es fast noch wichtiger Transitions- und Übergangsrisiken. Und das sind Risiken, die aus den Veränderungen resultieren oder daraus, dass sich Firmen darauf einstellen müssen. Also wenn zum Beispiel fossile Brennstoffe verteuert werden und Umweltabgaben eingeführt werden, aber auch das Risiko, dass Kunden wie Sie und ich und vor allem auch die Großanleger sich von schmutzigen Unternehmen abwenden, zählt zu dieser Kategorie. Also wenn die nicht ESG-konformen, nicht nachhaltigen Unternehmen sich einfach keine Finanzierung am Kapitalmarkt mehr holen können und auch keinen Bankkredit mehr kriegen, weil die Risiken als zu hoch eingeschätzt werden, dann heißt das eben auch, dass das Geld nicht mehr zu diesen Firmen fließt, sondern in nachhaltige.
genauso wie Haftungsrisiken zum Beispiel für die Verursacher von Umweltverschmutzungen auch genau in diese Kategorie reinfallen würden. Und natürlich gibt es zwischen diesen beiden Kategorien physische Risiken und Transformationsrisiken auch Zusammenhänge und Überlappungen. Also das ist nicht disjunkt und es ist auch gar nicht disjunkt zu den Risiken, die bereits durch die Bankenaufsicht geprüft und bewertet werden, weil es gibt ja schon ein höchst ausgefeiltes Risikosystem. Also in den Risikoarten Kredit, Markt und operationelles Risiko sind ja ohnehin Risiken mit Nachhaltigkeitsbezug drin. Und somit ist es aus aufsichtlicher Sicht gar nicht nötig, eine eigene separate ESG-Risikokategorie zu eröffnen, aber sie müssen richtig eingeordnet, nachvollziehbar bewertet und entsprechend mit Eigenkapital unterlegt werden. Wie gesagt, und das ist der Punkt, der das Ganze auch relevant macht. Zum einen wird es natürlich mal wieder richtig viel Aufwand für die Finanzinstitute, das umzusetzen. Ja, deshalb auch das Aufstöhnen, warum wir schon wieder. Aber, und das ist der eigentliche Punkt, es führt schon dazu, dass Finanzinstitute ESG-Risiken inzwischen als echte finanzielle Risiken ernst nehmen, während es früher eher so CSR, also Corporate Social Responsibility Gedöns war, um einen früheren Bundeskanzler zugegebenermaßen falsch zu zitieren. Und dass sie bei schlechten Risiken eben mehr Eigenkapital aufwenden müssen, kostet also konkret richtig Geld. Nachhaltige Investments werden also finanziell begünstigt, weil nicht nachhaltige unattraktiv werden für die Marktteilnehmer, da riskanter und teurer. Tja, Geld regiert die Welt. Und Regulierung bringt es ja auch, wie zum Beispiel der Herr Kopatz an dieser Stelle auch schon gesagt hat. Man muss nicht alles verbieten, aber die richtigen Rahmenbedingungen, die müssen wir als Gesellschaft schon setzen. Und jetzt endlich kann Sustainable Finance auch so richtig Fahrt aufnehmen. Auch Großinvestoren wie Lebensversicherungen, Pensionskassen haben Leitlinien, die sicherstellen, dass sie nur in solche Assets investieren, bei denen das Risiko angemessen bewertet und gesteuert werden kann, weil sie ja unser Geld, unsere Renten über Jahre und Jahrzehnte sicherstellen müssen. Die dürfen nicht wild spekulieren damit. Also zum Beispiel eine Allianz, eine Münchner Rück, alle diese Versicherungskonzerne haben diese Leitlinien. Und wenn solche Schwergewichte weltweit oder zumindest jetzt erstmal, wir sprechen hier über EU-Regulierung, aber den Trend sehen wir ja weltweit, in eine nachhaltigere Wirtschaft investieren, dann bewegt sich da schon was. Also Kapitalströme werden mehr und mehr umgelenkt in eine klimafreundlichere, nachhaltigere Wirtschaft. Und das zeigt, die Finanzwirtschaft ist da wirklich die Spinne im Netz und auf die kommt es an. Ein Beispiel habe ich da noch, und zwar Norwegens Pensionsfonds. Und Norwegen ist ja eigentlich dafür bekannt, dass die auf riesigen Ölvorkommen sitzen. Aber der Pensionsfonds, einer der weltgrößten Staatsfonds, hat seine Öl- und Gasbeteiligungen um 7,5 Milliarden US-Dollar im ersten Schritt reduziert, weil sich das Land angesichts des Klimawandels weniger verwundbar machen will. Auch das ist ein sehr großes Signal in die Märkte. Ja, warum erzähle ich Ihnen so viel über Finanzmarktregulierung, das wahrscheinlich trockenste Thema der Welt? Weil es eben ein tolles Beispiel dafür ist, auch wie komplex die Zusammenhänge und Wirkmechanismen sind. Und selbst die Finanzinstitute verstanden es ja anfangs nicht, warum sie die Ersten sein sollen, die Verantwortung übernehmen müssen für eine nachhaltige Wirtschaft. Warum nicht erst die Energieerzeuger oder die Chemieindustrie? Der Bergbau, warum gerade wir, schon wieder wir? Weil eben das Umlenken von Kapitalströmen durch Regulierung prima funktioniert. Und Sie sehen es ja selbst. Vor wenigen Jahren gab es für Privatanleger wie uns ganz wenig Möglichkeiten, grün zu investieren. Inzwischen können wir bei den meisten Banken aus einer ganzen Palette an nachhaltigen Anlageformen auswählen. Von Klimaanleihen über ETFs mit Aktien nachhaltiger Unternehmen
Nachrangkrediten fürs Solarkraftwerk bis hin zur Beteiligung an der Agrargenossenschaft in Mekpom oder in Guatemala. Und das wirksam zu tun, setzt aber natürlich schon ein bisschen Wissen über die verschiedenen Finanzprodukte voraus, Financial Literacy eben. Und ich glaube, da haben wir echt noch Aufholbedarf in Deutschland, auch wenn wir gerade so eine Aktienrallye sehen. Aber vielleicht ist das Thema Sustainable Finance jetzt ein schöner Anreiz, sich mal intensiver damit auseinanderzusetzen und eben nicht so trocken, wie sich mit allen Facetten von Derivaten und Zertifikaten zu beschäftigen. Aber auch hier gilt, wie eigentlich schon immer, erst verstehen, dann investieren, denn das Geld soll ja für die gute Sache arbeiten und nicht weg sein. Übrigens gibt es auch immer mehr Startups im Finanzbereich, sogenannte Fintechs, die sich des Themas Sustainable Finance annehmen. Und ich habe hier mal willkürlich eigentlich ein Beispiel rausgesucht. In Kooperation mit meiner Hausbank meinen CO2-Fußabdruck aufgrund meiner Kontobewegungen ausrechnen. Auch das wird übrigens durch eine Richtlinie möglich, nämlich die Zahlungsverkehrsrichtlinie PSD2. Regulierung als Innovationstreiber. Wer hätte das gedacht? Weitere Megatrends in die Richtung sind Kreislaufwirtschaft, Recyceln statt Wegwerfen, Sharing Economy und die gemeinsame Nutzung von Wirtschaftsgütern durch Teilen, Tauschen, Schenken und Mieten von materiellen und immateriellen Ressourcen. Also nicht der individuelle Besitz, immer mehr zu haben, steht im Mittelpunkt, sondern der Zugang und die Nutzungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel bei den erwähnten Agrargenossenschaften. Das sind traditionell Zusammenschlüsse von Landwirten und bäuerlichen Familien mit dem Ziel, Grund und Boden gemeinsam zu bewirtschaften, die erforderlichen Maschinen dafür gemeinsam anzuschaffen und zu nutzen und auch die Produkte gemeinsam zu vermarkten. Da sind dann historisch auch schnell Kreditkassen dazugekommen und ein ganzer Sektor des deutschen Bankenwesens ist ja auch heute noch genossenschaftlich organisiert. Solche genossenschaftlichen Modelle sind alles andere als verstaubt. Die passen extrem gut zur Sharing Economy und erleben gerade deshalb auch im Moment eine Renaissance. Warum das auch zu Sustainable Finance passt? Weil man sogar investieren kann als Anleger, zum Beispiel in eine Agrargenossenschaft, ohne selber jemals eine Mistgabel in die Hand zu nehmen oder in eine genossenschaftliche Bank, ohne Banker zu sein. Aber jetzt müssen wir trotzdem nochmal Tacheles reden. Selbst Kreislaufwirtschaft braucht Energiezufuhr, damit es ein Kreislauf bleibt. Und auch ich finde Energieeffizienz sehr wichtig und richtig. Und auf manche Entgleisung sollten wir gut und gerne verzichten. Und mit Entgleisung meine ich zum Beispiel auch, wenn heute Gaskraftwerke mit der überschüssigen Energie Bitcoin-Mining betreiben oder gar alte Kohlekraftwerke für diesen Zweck gekauft und umgebaut werden. Da können wir dann den Rest unserer gemeinsamen Tage auch gern auf Flugreisen verzichten und Bäume pflanzen, bis wir das wieder gut machen. Das wird uns nicht gelingen. Über die Hälfte des Minings findet übrigens heute in China statt und die Chinesen wollen das ja jetzt auch massiv einschränken, um ihre Klimaziele zu erreichen. Doch ganz egal, was wir tun, der Energiebedarf der Welt wird trotzdem weiter zunehmen mit der Digitalisierung und auch, weil wir jetzt nicht einfach hergehen können, mit dem erhobenen Zeigefinger anderen Verbote aussprechen, für die leider kein CO2-Budget mehr übrig ist, bevor sie überhaupt am Wohlstand teilhaben konnten. Also doch einfach weiter wachsen in einem begrenzten System? Es gibt nur einen Weg aus der Falle und Sie ahnen es. Erneuerbare Energien, Forschung und Technologie. Solarenergie ist schon heute global gesehen die mit Abstand günstigste Form der Stromerzeugung mit wenigen Cent nur noch pro Kilowattstunde. Laut VDI ist sogar mittelfristig weniger als 1 Cent pro Kilowattstunde denkbar. Und außerdem
ist Solarenergie viel, viel einfacher und sicherer, auch in nicht hochtechnisierten Ländern zu betreiben, als die zum Beispiel jetzt wieder salonfähig gewordene Kernenergie. Die Erneuerbaren sind wirklich die Basis für alles. Denn jede andere neue Umwelttechnologie, ob Elektromobilität, ob Carbon Scrubbing, braucht selber ja Energie und die sollte dann bitteschön erneuerbar erzeugt worden sein, damit es auch Sinn macht. Und wenn wir schon die Notenpresse so massiv anwerfen und die Märkte mit billigem Geld schwemmen, dann bitte doch um genau das zu tun. In Zukunftsthemen investieren, in Bildung, in Forschung, in Innovation, in Umwelt, Klima, bessere Lebensbedingungen, in Fortschritt für alle. Und das heißt auch gesellschaftlichen Fortschritt, um positive Zielbilder zu schaffen, statt düsterer Dystopien. Und ob es uns gefällt oder nicht, die Wirtschaft ist entscheidend dabei, ob und wie wir den Klimawandel bewältigen. Es geht einfach nicht ohne eine leistungsfähige Wirtschaft. Sie muss in der Lage sein, dieses Zukunftsversprechen Geld Realität werden zu lassen. Und zwar ohne, dass wir unsere Lebensgrundlagen dabei zerstören. Das sagt übrigens sogar die Modern Monetary Theory, die MMT, die mit dem Thema Gelddrucken recht entspannt umgeht. Und wenn wir das hinkriegen, dann ist auch Zukunft nicht die knappe Ressource, zu der wir sie seltsamerweise erklärt haben und um die wir gerade irgendwie zu konkurrieren scheinen. Mein Fazit für heute ist, wir werden immer einen Einfluss haben auf unsere Umwelt. Wir werden sie formen und verändern. Das ist tatsächlich unser Schicksal. Und das wussten diejenigen schon, die das Alte Testament aufgeschrieben haben. Wir sind ja Teil des Spiels, wie wir schon am Beispiel der Jäger und Sammler gesehen haben. Aber wir müssen aufhören, Rücksichts, Gedanken und gnadenlos das auszubeuten, was uns am Leben erhält. Wir müssen aufhören, so zu tun, als hätten wir irgendwie einfach das Recht dazu. Denn sonst ist die Geschichte und das Ende der Geschichte leider ziemlich klar. Wir werden nicht die Erde zerstören, nicht das Leben und nicht die Natur. Wir werden einfach sang- und klanglos von der Bildfläche verschwinden. Wir wären übrigens nicht die Ersten der Gattung Homo, die das hinkriegen. Im Gegenteil, wir sind die Letzten, die noch da sind. Mit uns wäre die Primatenevolution auf dem Planeten Erde in der Sackgasse, Dead End. Und niemand wäre da, der sich allzu lang an uns erinnern würde und aus unseren Fehlern noch was lernen könnte. Ich finde, so darf eine gute Geschichte nicht enden. Und sie muss es auch nicht. Denn noch sind wir ja da und wir können lernen. Vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit haben wir die Erkenntnisse, die Mittel und die Möglichkeiten, das Ruder doch noch rumzureißen. Und wenn wir das schaffen, dann dürfen wir uns eines Tages zu Recht Homo sapiens, den Weisen, nennen. Aber dazu müssen wir noch ein paar Hausaufgaben machen. Nämlich zuallererst mal die Komplexität akzeptieren und die Zusammenhänge verstehen. Und da helfen uns auch keine Ideologien weiter. Ideologien sind einfach nur der Versuch, Komplexität abzukürzen. Unterkomplexität hat uns noch nie weitergebracht. Das heißt nochmal, Bildung ist wichtig, Verstehen ist wichtig. Und wir müssen zusammenhalten und zusammenarbeiten. Und auch dafür haben wir eigentlich die besten Voraussetzungen von der Natur mitbekommen. Denn wir sind hypersoziale Wesen. Allein schaffen wir gar nichts. Zusammen fliegen wir zum Mond und weiter. Fridays for Future ist super, weil sie ein Katalysator sind für die ganze Entwicklung, die sie ungemein beschleunigen. Aber auch die können es nicht alleine stemmen. Unterkomplexität führt übrigens auch zu Lagerbildung und gegenseitiger Schuldzuweisung. Die Alten sind schuld, die Jungen sind verpeilt, die Politik tut nichts, die Wirtschaft blockiert ohnehin. In-Groups, Out-Groups, Schluss damit. Es geht nur gemeinsam. Denn wir sind die Gesellschaft, wir sind der Staat, wir sind die Wirtschaft. Und es geht am besten mit Vorbildern. Und Sie ahnen, was jetzt noch kommt, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Lehramtsstudierende. Sie sind Vorbilder. In meiner Schulzeit gab es immer jemanden, der oder die einen großen Einfluss auf mich hatte, die mich
ermutigt und an mich geglaubt haben, die einfach cool waren, echte Leaders eben. Ja, sie haben viel mehr Einfluss, als sie vielleicht glauben. Sie haben eine große oder besser gesagt eine großartige Verantwortung. Sie machen einen Unterschied. Aber dafür haben sie sich ja längst entschieden. Dafür danke. Tja. Großartig, liebe Edeltraut, ein unglaubliches Plädoyer aus einer Ecke, wo man es am Anfang gar nicht erwarten würde. Wo man doch denken würde, hier geht es doch ums Geld. Diese Kulturgeschichte des Geldes, die du uns hier präsentiert hast, eigentlich eine Kulturgeschichte der Menschheit, die verrät ja eben tatsächlich auch an einer Stelle direkt, welche Verantwortung hinter dem allen steckt. Und man ja eher, wenn ich jetzt mal gleich mal in die Runde gehen darf, man hat ja eigentlich eher den Eindruck, was erfahren wir von den Finanzmärkten? Wir erfahren irgendwie was über Börsennachrichten im Radio oder im Netz und so weiter. Und dann sehen wir immer nur, während also Krisen auftreten in der wirklichen Welt, scheinen die Indizes an den Börsen ungeahnte Höhen einzugehen. Und man fragt sich dann, wer verdient da, wer macht da eigentlich was? Wie ist die Verkopplung, wenn ich mal so eine erste Frage stellen darf, wie ist eigentlich die Kopplung von Finanzmärkten und Wirklichkeit? So wie du das dargestellt hast, gibt es ja da eine sehr enge Verquickung und du hast die Verantwortung der Finanzwirtschaft für die Transformation ja auch wunderbar dargestellt. Aber man hat doch den Eindruck aktuell, während sehr, sehr viele Leute eher mit Bankrott zu tun haben, schießen die Märkte nach oben. Wie kann man sich das erklären? Ja, das ist genau dieser Punkt, diese Hoffnung, diese Erwartung auf eine bessere Zukunft, zumindest dieses Versprechen geradezu auf eine bessere Zukunft, zumindest in einigen Sektoren der Wirtschaft. Und dass die Finanzmärkte gerade so abgehen, liegt ja genau daran, dass die Märkte und die dahinterstehenden Institutionen und Menschen durchaus dran glauben, dass es Bereiche gibt, die dieses Versprechen erfüllen werden. Und im Großen und Ganzen, klar, wir sehen, dass gerade die Big Techs, dass Amazon, Google, Apple, you name it, eben ungeahnte Höhen erreichen, der Nasdaq und so weiter, weil man eben dran glaubt, da liegt die Zukunft. Wenn ich mein Geld dort investiere, also diesen Firmen gebe, damit zu arbeiten, dann werden die in der Lage sein, denen traut man es zu, aus diesem Geld mehr zu machen. Und ja, das ist, je weiter sozusagen das auseinandergeht, das Vermögen der Wirtschaft, dieses Versprechen tatsächlich umzusetzen. Aber der Glaube der Finanzmärkte, also Glaube und Realität auseinandergehen, desto brenzlicher wird es natürlich. Und desto wahrscheinlicher wird dann auch ein Crash. Also das ist dieses Versprechen Geld und dieses Versprechen, dass die Kapitalmärkte einlösen wollen, ist tatsächlich von der Leistungsfähigkeit der Wirtschaft abhängig. Denn glauben kann ich an viel. Wenn es dann nicht eintritt, habe ich Pech gehabt. Und genau das ist es. Es ist ein Glaube an diese Zukunft, die hoffentlich dann so eintreten soll. Und genau das hat ja deshalb finde ich diese ESG-Regulierung so unglaublich spannend, weil es die eben schafft, durch eigentlich einen chirurgischen Eingriff, diese Kapitalströme umzuleiten, jedenfalls ein Stück weit. Also es leitet es nicht weg von den Big Techs und das muss es auch gar nicht. Aber es leitet doch die Kapitalströme um von dem, was wir als schmutzige Industrien vielleicht bezeichnen, die eben viel CO2 ausstoßen, die sich auch mit dem Umbau sehr schwer tun. Und dieser chirurgische Eingriff scheint ja wirklich gut zu funktionieren. Also ich arbeite mal hier die Fragen mal runter. Es gibt hier eine Frage zu den Erfolgsbedingungen verpflichtender Vereinbarungen. Und der Fragesteller, die Fragestellerin fragt hier, verpflichtende Vereinbarungen, wie mit ESG-Kriterien dargestellt, können meiner Einschätzung nach grundsätzlich immer nur dann erfolgreich sein, wenn erstens Kontrollen und spürbare Sanktionen vorgesehen sind und zweitens diese auch tatsächlich angewandt werden können. Wie sieht das hier aus?
Ja, das hat ja tatsächlich einen also Rechtscharakter, das Ganze. Und natürlich werden die Einhaltung dieser Risiken, beziehungsweise die Berücksichtigung der Risiken in den Risikomodellen und die entsprechende Eigenkapitalunterlegung nachgehalten und auch im Zweifelsfall sanktioniert. Also bei den ESG-Risiken habe ich jetzt noch kein Beispiel dafür. Das ist zu neu. Aber wir kennen natürlich im Bankenbereich, also die Banker unter uns, wenn ich denen sage, Paragraph 44 Prüfung, dann kriegen die erstmal einen beschleunigten Puls, bisschen mehr Adrenalin und verordnen sich erstmal Urlaubssperren, weil da muss man natürlich schon dafür sorgen, dass die Dinge, die man da der BaFin und der Bundesbank oder der EZB, je nach Größe des Instituts, offenlegen muss, dass das alles Hand und Fuß hat und begründbar ist und auch nachweisbar ist. Und dann kriegt man hinterher sozusagen sowas wie Schulnoten, also eine F4-Feststellung, also eine gewichtige Feststellung, die möchte jeder Bankvorstand auf Teufel komm raus vermeiden. Denn da wird es richtig ungemütlich. Also das wird nachgehalten, ja. Man muss dazu sagen, dass natürlich auch das ist ein kleines Kaviar, die Systeme oder das Gesamtsystem inzwischen so komplex ist, dass es auch den Aufsichtsbehörden nicht unbedingt immer gelingt, alles tatsächlich zeitnah und gründlich genug aufzuspüren. Aber das ist ein anderes Thema. Ja? Aber die geben sich schon Mühe. Und wer Okay. jetzt an Wirecard denkt, das ist ein anderes Thema. Ja, liegt einem natürlich quasi auf der Zunge. Gleich hinterher natürlich eine Frage, da konnte man darauf wetten, dass die kommt. Widersprechen nicht die Bonisysteme der Investmentbanker jedweder Nachhaltigkeit? Ach ja, gute Frage. Das wird ja auch tatsächlich in der Finanzindustrie heiß diskutiert. Also für mich persönlich wirkt es auch, mir fehlt das richtige Wort gerade dazu. Auf der anderen Seite wird argumentiert, der Markt, der Personalmarkt der Investmentbanker ist ein globaler Markt, so wird argumentiert. Und wenn wir hier in Deutschland, in Europa auch mitspielen wollen in der Top-Liga weiterhin, dann müssen wir natürlich auch bei den Gehältern, bei den Boni entsprechend in der Top-Liga mitspielen. Das ist natürlich ein bisschen eine Spirale, ja. Wo die enden soll, weiß ich nicht. Also die Frage ist eine sehr, sehr berechtigte Frage und ich glaube, niemand hat da wirklich eine gute Lösung. Ja, ich glaube, das ist ein wunderbares Beispiel. Auf der anderen Seite sind ja die Honorare, die Fußballern bezahlt werden. Also von Fußballerinnen, glaube ich, kann man da noch nicht sprechen. Die verdienen relativ wenig. Auch da ist eine Entwicklung, die irgendwie total irre ist. Und solange diese Dinge so bezahlt werden, muss man sagen, werden sie halt bezahlt. Solange der Markt es bezahlt, ja, genau. Also ich meine, die Risikodeckelung kriegt man auch nicht dadurch hin, glaube ich, dass man die Gehälter oder die Boni kürzt, sondern das muss anders gehen, nämlich genau über Regulierung, über Risikomitigation und darüber, dass die Menschen, die dafür verantwortlich sind, eben auch ein persönliches Risiko übernehmen. Ja? Also im Zweifelsfall als Bankvorstand, wenn ich meinen Laden nicht ordentlich im Griff habe, sprich nicht dafür sorge, dass diese Regularien implementiert sind und die Prozesse dafür da sind, dann gehe ich tatsächlich auch ein persönliches Haftungsrisiko ein und das hilft schon. Auf der anderen Seite hat natürlich wie alles im Leben auch Schattenseiten, führt dazu, dass sich gerade stark regulierte Industrien mit unternehmerischen Entscheidungen schwerer tun, ist ganz klar so. Also das führt dann eher, und das betrifft nicht nur die Finanzindustrie, sondern überhaupt stark regulierte Industrien mit persönlicher Haftung, ja, dass dann Verantwortung gerne auch eher auf viele Schultern verteilt wird. Okay, nächste Frage. ESG-Kriterien können von jedem angewandt werden. Stichwort grüne Geldanlage, aber auch von den Banken bei der Kreditvergabe. Nur noch an Unternehmen, die die ESGs erfüllen.
Sehen Sie das auch so? Und wie weit sind wir hier, vor allem bei der Kreditvergabe der Banken? Also ich kann als Bank natürlich weiterhin, wenn ich das aus Reputationsgründen denn tun will oder nicht unterlassen will, auch in schmutzige Industrien investieren oder Kredite vergeben. Aber wie gesagt, das ist dann genauso wie ein schlechtes Kreditrisiko zu behandeln. Das kostet mich viel Geld. Also diese Kredite werden teurer. Und zwar sowohl für die Bank sozusagen, die Eigenkapital hinterlegen muss, und das natürlich risikoadäquate Bepreisung nennen das die Banker, in Form eines höheren Zinssatzes auch an den Kreditnehmer weitergibt. Also auch der Kreditnehmer sozusagen, die Firma, die zum Beispiel irgendwelchen schmutzigen Bergbau betreibt, für die wird es schwerer, weil teurer an Geld zu kommen. Und also wie gesagt, da wird nichts verboten oder generell unterbunden, es sei denn, jemand macht irgendwas Gesetzeswidriges. Ja? Aber ansonsten wird das nur reguliert im Sinne von, es wird halt teurer und schwerer und die Investoren, die Banken lassen dann lieber die Finger davon. Und das ist meines Erachtens auch die effizientere Möglichkeit, als jetzt Verbote auszusprechen. Okay. Die finanzielle Abbildung von Risiken wird hier gefragt. Da schreibt jemand, ich habe verstanden, dass die beschriebenen betriebswirtschaftlichen Risiken finanziell abgebildet werden und sich damit Kredite für Firmen verteuern, die zum Beispiel unter dem Klimawandel leiden werden. Ich habe nicht verstanden, warum das gerade die Firmen sein sollen, die für den Klimawandel verantwortlich sind. Kurz, warum sollte das beschriebene Verfahren hilfreich sein? Verstehe ich die Frage richtig? Also, die Fragestellerin, der Fragesteller schreibt, dass die beschriebenen betriebswirtschaftlichen Risiken finanziell abgebildet werden und sich damit die Kredite für die Firmen verteuern, die zum Beispiel unter dem Klimawandel leiden werden. Ah, guter Punkt. Ja, die Firmen, die unter dem Klimawandel leiden werden, ja, die sind zum Teil natürlich, also wenn man jetzt nur diese Regulierung anguckt, haben die auch höhere Risiken. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn eine Firma aber Geld in die Hand nehmen will für den Umbau, für ihren eigenen Umbau, da gibt es beispielsweise spezielle Förderprogramme für, auf europäischer Ebene, auch auf nationaler Ebene, beispielsweise die KfW gibt dafür besondere Kredite auch und auch andere Förderbanken, besondere Kredite, verbilligte Kredite, zum Teil auch Zuschüsse, damit dieser Umbau für die Firmen, die sich weiterentwickeln wollen, auch gelingen kann. Also da geht es wirklich vor allem darum, dass das Kohlekraftwerk in wo auch immer, was sich jetzt in ein Gaskraftwerk umwandelt, um Bitcoin-Mining zu betreiben, die sollen natürlich keine Förderung kriegen. Ja? Und für die wird tatsächlich der Kredit hoffentlich dann auch wirklich teurer. Jetzt eine wunderbare Frage. Energieverbrauch in der Zukunft. Hier eine Frage. Ist der Fakt, dass wir in Zukunft mehr Energie verbrauchen werden, fatal? Oder wäre es möglich, die Wirtschaft in eine weniger verbrauchende zu lenken? Das wäre doch besser, als wenn noch so nachhaltige Energie immer mehr zu verbrauchen. Vielen Dank aus Paris. Also eine Frage aus Frankreich. Mhm. Ja, sehr schön. Schöne Grüße zurück nach Frankreich. Ja, schön wäre das. Aber ich weiß tatsächlich nicht, wie das funktionieren soll, weniger zu verbrauchen. Wir sollten auf jeden Fall, und darüber habe ich ja auch kurz gesprochen, natürlich in Energieeffizienz investieren, so wie auch schon nach der Ölpreiskrise begonnen, effizientere Motoren. Jetzt gehen wir ja sowieso in Richtung Elektromobilität viel stärker, in Wasserstofftechnologien, Brennstoffzellen und so weiter. Das heißt aber nicht, dass wir einfach nur durch Energie sparen und uns einschränken, tatsächlich die Klimawende hinkriegen werden. Das glaube ich nicht. Und vielleicht bin ich auch nicht die Richtige, weil ich muss sagen, das glaube ich nicht, aber da gibt es Rechnungen dazu. Und
mir macht am meisten Sorge, ich meine, selbst wenn wir jetzt hier in Deutschland, in Europa uns sehr zurücknehmen und tatsächlich nicht mehr reisen und nur noch alles, was wir tatsächlich an CO2 noch fabrizieren, auch wieder kompensieren, können wir halt wirklich schlecht anderen, die jetzt Nicht-Industrienationen sagen, für euch ist jetzt leider kein Stück vom Kuchen mehr übrig und das mit eurem Wohlstand war es jetzt leider gewesen. Also wenn die dann bei uns an die Tür klopfen und sagen, so geht's nicht, Leute, dann habe ich da volles Verständnis für. Also wenn wir wirklich allen Menschen auf dieser Welt Zugang zu guten Lebensbedingungen, zu Wohlstand, Gesundheitsvorsorge auch zukommen lassen wollen. Ja? Und das, so sind die UN Sustainable Development Goals auch zu verstehen. Dann nützt es nichts, wenn wir hier sagen, wir schränken uns jetzt mal ein. Das wird Energie brauchen. Und das ist aber auch gar nicht schlimm, denn die Energie ist ja da. Ich meine, erneuerbare Energien ist nichts anderes als, Harry, du würdest es so schön sagen, die Energie der Sonne. Auch Windenergie ist ja die Energie der Sonne, die Energie des Universums zu nutzen, die ist ja da. Also im Grunde, wir brauchen gar nicht selber Kernfusion betreiben, wir haben es sowieso jetzt bisher noch nicht hingekriegt, aber die Kernfusionsenergie ist ja da, wir müssen sie nur auffangen und wir haben Möglichkeiten dazu gefunden, wie wir das tun können und wie wir das auch schon sehr, sehr günstig und einfach zu betreiben tun können. Also los geht's. Ja, wunderbar. Komm ich nachher nochmal dazu, gerade zu diesem Punkt. Ich arbeite mal hier die Fragen nochmal ab, weil es gibt eine ganze Reihe von, hier zum Beispiel, gibt es denn Informationen, welcher Anteil des Geldes, das die EZB für die Anleihenkäufe aufgewendet hat, im weiteren Verlauf in eine nachhaltige Wirtschaft geflossen sind? Das finde ich eine großartige Frage. Da weiß ich gar nicht, ob man das beantworten kann, aber ich finde vom Gedanken her, finde ich sie großartig. Ich finde die Frage auch großartig und meine Antwort ist, ich weiß es nicht, aber das kann man natürlich recherchieren. Großartige Frage, interessiert mich selber. Ich werde dem nachgehen. Ja, ich meine, das ist ja genau so ein Punkt. Weißt du, deswegen interessiert mich das ganze Thema Verantwortung von Finanzmärkten auch so sehr, weil man als Otto-Normalverbraucher relativ wenig davon mitkriegt, was passiert da eigentlich wirklich? Man ist sozusagen der Zuschauer, Zuschauerin von einem Vorgang. Irgendjemand pumpt Geld in die Märkte und die Märkte machen dann irgendwas. Und nach einer Weile denkt man sich, ja, was ist eigentlich aus dem Geld geworden? Und bei den Zahlen, die du genannt hast, das ist ja richtig viel Schotter, Kohle, Kies. Also das ist richtig viel. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Und dann fragt man sich, ja Mensch, wie viele Windräder werden davon gebaut? Wie viele Photovoltaikanlagen und die HGÜ-Leitung und die Speicher und die Batterieentwicklung und da. Fließt das Geld praktisch wie in so einem großen Delta dann in so verschiedene kleine Flüsse rein? Oder fließt das alles ins Meer, durchmischt sich irgendwie und dann kommen am Ende dann doch ein paar auch nachhaltige Investitionen dabei rum und der Rest verblubbert sich irgendwie, denn du hast ja auch an einer Stelle darauf hingewiesen, es gibt ja durchaus die Flucht in so Merkwürdigkeiten wie Kryptowährungen, Blockchain und was es alles noch so gibt, wofür ja enorme Mengen von Energie notwendig sind. Und auf der anderen Seite ist ja da die Kontrolle über und die Regulierung dieser Teile ist ja doch offenbar viel, viel schwieriger, wenn sie überhaupt schon jemals stattgefunden hat. Ja, genau. Also das Thema Cryptocurrencies, das ist tatsächlich kryptisch ein Stück weit. Also ansonsten kann man sagen, naja, also das Geld ist ja, kann man ja wahrscheinlich so in erster Näherung tatsächlich einfach mal in Energiebedarf umrechnen. Ja? Also irgendwann wird aus dem ganzen Geld, wenn es denn nicht in einer großen Blase crasht, aber wenn dieses Versprechen eingehalten wird, dann wird aus dem ganzen Geld irgendwie Energie, also Energiebedarf. Krypto mag eine Ausnahme sein, weil da gibt es immer wieder so Phänomene,
dass da halt jemand, was weiß ich, jetzt klingt jetzt trivial, aber jemand seine Festplatte irgendwie verschrottet hat und einfach nicht mehr daran kommt an seine Bitcoins. Wenn sowas im großen Stil passiert, das ist also eine, tatsächlich, das ist eine Senke, ja. Und der dürfte dann auch die Müllhalde nicht, leider nicht umgraben lassen, auf der er seine Festplatte vermutet hat. Also das ist dann ein für alle Mal weg. Der nächste Punkt ist, die beschriebene Idee könnte man ja auf die Kreditvergabe in der Landwirtschaft ausdehnen. Günstigere Kredite an Biobauern, sehr teure an die konventionell tätigen Landwirte. Wäre das sowas? Wird das auch schon gemacht? Also günstige Kredite an die konventionell Tätigen. Nee, also günstige Kredite an die Biobauern, weil sie eher den ESG erfüllen als und teure Kredite an die konventionell tätigen Landwirte. Ja, ich glaube, das ist auch noch eine Frage. Also die kann ich auch nicht final beantworten. Das ist wahrscheinlich ein Bereich, der erst gerade am sozusagen am sich aufbauen und ändern ist. Aber im Privatanlegerbereich gibt es tatsächlich, das wäre vor wenigen Jahren wahrscheinlich gar nicht so einfach gewesen, dass ich als Privatanleger tatsächlich sagen kann, ich investiere jetzt in so eine Bio-Boden-Agrargenossenschaft beispielsweise. Die Angebote gibt es inzwischen tatsächlich bei ganz vielen Banken und ich denke, dass da auch im institutionellen Bereich tatsächlich noch mehr nachkommen wird. Also ich finde tatsächlich, wir als Endkunden sehen es am besten in dem, was uns die Banken jetzt als Anleger, also für Geldanlage, Sparkonto bringt es ja nicht mehr, jetzt anbieten. Als ich vor ein paar Jahren mit meinem Bankberater gesprochen habe, ist vielleicht irgendwie ja, knapp 10 Jahre her oder so, da war der irgendwie, ja, warum wollen Sie denn jetzt auf einmal alles in nachhaltig machen? Der war so ganz irgendwie irritiert, was das soll. Und inzwischen genau diese Bank, wenn ich die Website aufmache, dann lachen mich Sonnenblumen an und ihr Geld soll ja auch für was Sinnvolles arbeiten und so. Und das ist nicht nur diese Bank, sondern eigentlich, ich habe auf dem einen Chart, was ich da gezeigt habe, ganz bewusst Banken aus allen Sektoren genommen und große und kleine, um da wirklich ein Abbild der gesamten deutschen Bankenlandschaft zu haben. Also ich glaube, man tut sich fast schwer, eine Bank zu finden, die eben Nachhaltigkeit nicht im Portfolio hat. Also es tut sich was, wir sind aber definitiv noch nicht am Ende des Weges, sondern halt am Anfang. Ja, das war ja auch so der Grundtenor deines wunderbaren Vortrags, dass da eben Hoffnung tatsächlich realisierbar ist und dass man da gar nicht verzweifeln muss oder so, oder verzagen, sondern dass sich hier wirklich was tut. Und um ehrlich zu sein, genau darauf hatte ich gehofft, als ich dich gebeten hatte, diesen Vortrag zu halten, dass man mal so einen Blick darauf werfen kann. Hier gibt es eine Frage, ich weiß gar nicht, wie ich die stellen kann. Ein großes Verteilungsunternehmen aus den Vereinigten Staaten, das nach einem südamerikanischen Fluss mitbenannt ist, um den Namen nicht ausdrücklich zu nennen, ist das ein nachhaltiges Geschäftsmodell? Ah, okay. Oh, wow. Nachhaltig im Sinne von heute? Nee. Ich hoffe, dass auch dieses Unternehmen durch eine, und da sieht man, wie wichtig es ist, dass wir global zusammenarbeiten, ja, weil es nützt gar nichts, wenn da einzelne Staaten dann vorpreschen. Und diese Unternehmen immer wieder ausweichen können. Also das ist ein wunderbares Beispiel, das nochmal meine zentrale These unterstreicht, es geht nur gemeinsam und zwar global gemeinsam. Ich weiß, es klingt wahnsinnig idealistisch und utopisch, vor allem angesichts, also wenn man Nachrichten guckt, glaubt man ja nicht, dass es in die richtige Richtung geht mit global zusammenarbeiten. Aber
Ich glaube trotzdem dran. Uns bleibt ja nichts anderes übrig. Ja? Also heißt aber nicht, bitte nicht, dass wir deshalb warten sollen auf die große Politik und bevor nicht die da oben, die Staatenlenker, dann endlich uns sagen, wo es lang geht, können wir die Hände in den Schoß legen und nichts tun. Denn diese Bewegungen, die gehen immer von uns Bürgern aus. Und das ist wichtig. Also auch Fridays for Future hat ja, ich meine, enorm viel bewegt. Ja? Also ist einfach ein Katalysator auch gewesen von dem, was jetzt hier so abgeht. Und natürlich haben wir auch vorher schon gewusst, Klimawandel ist schlecht und CO2 trägt zum Klimawandel bei und wir müssen was tun. Und es gab Initiativen, aber so der richtige Push, also die chemische Reaktion, ja, die war schon im Gange, aber als der Katalysator dazu kam, der Funke, ging es ja jetzt richtig ab. Und das ist das, was uns eigentlich Mut geben muss. Also nicht warten, bis die da oben sich endlich bewegen. Die werden es tun, aber nur, wenn wir sie dazu treiben. Und das bedeutet ja im Grunde auch, dass diese große Energietransformation, die man in Deutschland ja Energiewende nennt und so weiter, dass das eigentlich auch das Thema ist, worüber man in einem viel größeren und viel hoffnungsvolleren Maße auch reden soll, weil es eben zugleich ja auch dieses Narrativ, wie du es genannt hast, nämlich die Erwartung zukünftigen Wachstums, ja auch wirklich praktisch befruchtet und befördert. Denn da ist ja ein unglaublicher Markt. Wir haben es ja in den letzten 10.000 Jahren immer wieder gemerkt, dass also dann, wenn Transformationen notwendig waren, die Innovationsfreudigkeit und gerade in den letzten 200 Jahren die Innovationsfreudigkeit und Fähigkeit, also aus der Verbindung von Technik und Wissenschaft, ja wirklich sehr vieles möglich gemacht hat. Und wenn dazu noch eine ethische Transformation käme, dass wir es tatsächlich schaffen, unser Verhalten, weniger Energie zu verbrauchen, das wäre natürlich... Ja. Das wäre natürlich schon fast paradiesisch. Ja, genau. Also um die ethische und soziale Transformation mache ich mir eigentlich mehr Sorgen. Mhm. Also die energetische Transformation, ich meine, okay, wir haben die Technologie, das ist alles da. Also es geht nur darum, das umzusetzen. Und es wird ja auch weltweit gemacht. Siehe China. Also China hat mit Sicherheit keine Lust drauf, jetzt in Energie und auch gar nicht, also wie gesagt, wenn China jetzt anfangen würde, den Leuten zu sagen, wir drosseln jetzt den Energieverbrauch und alles zurück von vor 50 Jahren oder so, dann weiß ich nicht, was passieren würde. Aber China ist massiv im Ausbau der erneuerbaren Energien. Also bereits 2017 hat der Zubau also laut Bloomberg Report der Entwicklungs- und Schwellenländer an erneuerbaren Energien die Industrienationen überholt. Witzigerweise, weil China da noch immer als Schwellenland gezählt wird. Also ich meine, das ist natürlich auch längst überholt. Aber und allein, also in diesem Sektor Entwicklungs- und Schwellenländer trägt China zu 40% bei. Also sprich 25% des Zubaus an Erneuerbaren kam schon 2017 alleine aus China. Also das ist schon eine weltweite Erkenntnis und Einsicht. Aber wie du sagst, eigentlich viel mehr mache ich mir Sorgen darüber, ob wir es schaffen, unsere Steinzeitgene zu überwinden und zusammenzuarbeiten. Und nicht immer die Abkürzungen zu nehmen und die anderen sozusagen die In-Groups und die Out-Groups und die Out-Groups halt zum Feind erklären und mit der Keule aufeinander loszugehen. Und wenn es die verbale Keule ist. Ja, ich glaube, dass dem Bereich der Psychologie da viel mehr Bedeutung zukommt, nämlich wie wir all diejenigen, die auch Angst vor Komplexität haben, die sich Veränderungen eben eher mit einer großen Hoffnungslosigkeit stellen und so gar nicht nach vorne blicken, sondern eher nach hinten, nach dem Motto, früher war alles viel besser, wir möchten irgendwie wieder nach früher, die einfach auch nicht verstehen, dass man keine Zeitreisen unternehmen kann, dass man diese Leute eben nicht verliert, weil die Probleme sind ja eindeutig dadurch, oder es gibt ja sehr eindeutige Demokratieprobleme, wenn immer mehr und mehr Leute sich radikalisieren, in irgendwelchen Echokammern verbleiben und damit auch gar nicht mehr ansprechbar sind. Zum Beispiel auch dafür, dass man ihnen mal sagt, Mensch, nimm doch dein Geld vom Sparkonto runter und investiere in die Zukunft, nämlich in Unternehmen, die eben genau diese
diese Dinge wie Environmental, Social und Governance-Bedingungen und Kriterien erfüllen. Also wirklich sich auch was zu trauen, in Anführungsstrichen, anstatt immer dabei zu bleiben und zu meinen, man würde alles bei sich behalten. Liebe Edeltraud, ich habe hier noch ganz am Anfang des Zettels, den man mir hier gepostet hat, steht Folgendes. Das muss ich dir unbedingt vorlesen. Viel Lob von den Zuschauern. Oh. Vielen Dank für diesen super Vortrag. Ein trockenes Thema, sehr emotional und ausführlich erklärt und mit Hoffnung. Also großartig, und ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Das war einfach toll. Und gerne wieder bei anderer Gelegenheit. Wir sehen uns, und du solltest mit diesem Vortrag auf Tournee gehen. Das wäre für viele Leute wirklich ein Augenöffner. Vielen, 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 vielen Dank. Vielen, vielen Dank für die Einladung und vor allem an mein Publikum, auch wenn wir uns jetzt nicht gesehen haben, zumindest nicht in der einen Richtung. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht und es war mir wirklich eine Freude. Prima, vielen Dank. Und ich möchte noch daran erinnern, nächste Woche haben wir Luisa Neubauer in der Ringvorlesung. Bis dahin, alles Gute.